Hi, ich bin Erik und das ist mein Beitrag für die Superfast Instagram Challenge von Fast Forward Science. Du bist ansteckend. Bei diesem Satz denken wir im Moment vor allem an etwas Negatives. Ich will dir aber heute zeigen, dass ansteckend zu sein auch durchaus etwas Positives sein kann. Nicht nur ein Virus ist ansteckend, sondern auch gute Laune. Neugierde kann auch ansteckend sein. Faszination und Begeisterung. Fragen sind immer ansteckend, denn sie wecken Neugierde. Warum tränen die Augen beim Zwiebelschneiden? Warum trinkt James Bond seinen Drink geschüttelt und nicht gerührt? Warum wird Ketchup flüssig, wenn man ihn schüttelt? Wie funktioniert Sonnencreme? Warum ist der Himmel blau? Wie funktioniert eigentlich ein Feuerlöscher? Bleiben wir mal bei der eben genannten Sonnencreme. Wie funktioniert die eigentlich? Und das können wir jetzt mal machen. Diese Kamera sieht etwas, was wir Menschen mit unseren Augen normalerweise nicht sehen können. Sie sieht ultraviolettes Licht. Alles, was dunkel oder schwarz dargestellt ist, schluckt, also absorbiert das UV-Licht. Alles, was hell ist, wirft das Licht zurück. Es wird reflektiert. Das Faszinierende an Sonnencreme ist, dass eine sehr dünne Schicht ausreicht, um die UV-Strahlung zu blocken. Das UV-Licht wird einfach in Wärme umgewandelt und da es im Sommer sowieso warm im Gesicht ist, merken wir das gar nicht. Bei Instagram und YouTube findet man hin und wieder Experimente, die sind auch sehr ansteckend. Die gehen sogar viral, wie diese hier. Obwohl das ziemlich großer Humbug ist, denn solche Experimente sind leider oft gefälscht. Was da passiert, geht gar nicht. Es geht immer um größer, weiter und spektakulär. Mich persönlich besorgt vor allem das, was so mancher Verschwörungstheoretiker in diesen Zeiten vom Stapel lässt. Denn das steckt erstaunlicherweise auch einige Menschen an. Und deshalb steck andere mit deiner Begeisterung auch an. Zum Beispiel mit deiner Begeisterung für Wissenschaft.